Wenn du entscheiden müsstest, nie wieder Döner essen und nie wieder Twitch machen, was würdest du machen? Und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Teil. Wir suchen den besten Döner Deutschlands in Buxtehude, also Teil 2 von Buxtehude, heute mit Gixen. Der kommt gleich dazu, wenn wir oben bei Mehmet sind. Also zwei alte Bekannte, Flamingo Döner und Mehmet. Flamingo bekannt für sein längliches Brot. Wirklich ganz andere Nummer, das muss ich sagen. Nicht dieses Standardbrot, Mehmet, diese Top-Soßen. Jeder kennt Mehmet, ich muss, denke ich, nichts zu ihm sagen. Ganz kurze Werbeunterbrechung für den Sponsor unseres heutigen Videos, VPN CyberGhost. Wer sie nicht kennt, ich erkläre euch kurz und knackig, was sie machen. Sie verschlüsseln eure IP-Adresse. Das heißt, im Großen und Ganzen, ihr seid anonym unterwegs. Niemand, auch nicht VPN CyberGhost selbst weiß, was ihr im Internet macht und auf welchen Seiten ihr unterwegs seid. Also ihr seid zu 100% anonym. VPN CyberGhost ist Marktführer, 38 Millionen User, 5 Sterne bei Trustpilot. Also nicht irgendjemand, sondern wirklich das Beste, was ihr auf dem Bereich machen könnt. So, was habt ihr noch für Vorteile? Ihr könnt geografisch geschützte Inhalte angucken. Das heißt, jeder kennt das Problem, ihr denkt euch, oh geil, ich gucke jetzt irgendwas Heftiges an bei YouTube oder auf Netflix, dann heißt das für deine Region und für dein Land nicht verfügbar. Das gibt es nicht. Ihr könnt sogar in Österreich, Formel 1, auf ORF ist das, glaube ich, könnt ihr gratis gucken, weil die einfach nicht checken, aus welchem Land ihr kommt. Man kann es nicht nachvollziehen. Das Geile an dieser ganzen Sache ist, ihr kriegt es eigentlich geschenkt. Ihr kriegt von mir mit dem Link in meiner Videobeschreibung 84% Rabatt, ersten 4 Monate gratis und dann zahlt ihr 1,95 im Monat. Das ist aber noch nicht alles, ihr könnt es auf 7 Geräten installieren. Das heißt, ihr könnt es mit 7 Leuten teilen, das sind nicht mal 30 Cent im Monat und es funktioniert auf allen Geräten. Handy, Fernseher, PC, also ihr könnt es überall installieren. Und auch dazu 45 Tage, falls ihr sagt, bringt mir nichts, nutze ich eh nicht, irgendwie keinen Sinn. Rückgabegarantie, also 45 Tage könnt ihr das Ganze wieder abmelden und ihr habt deutschen Kundensupport. Also ist kein Risiko, mega Mehrwert. Link in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Mich würde freuen, wenn ihr in die Kommentare wieder euren besten Döner Deutschlands haut. Ich fahre dahin, ob nach München, ob sonst wo, ihr wisst es, ich fahre durch ganz Deutschland. Und jetzt kommt erstmal eine kleine Vorstellung vom Flamingo Döner. Also wir sind jetzt beim Flamingo Döner am Start. Wer ein bisschen Social Media alles verfolgt, der weiß, es gab mega Hype um die Jungs hier. Mega viel Andrang hier gewesen, viel gepostet. Dann gab es einen Besitzerwechsel und seitdem hat man gesagt so, oh okay, was ist da los gewesen? Und ich möchte heute für euch abchecken, ob er wirklich immer noch das taugt, was er am Anfang versprochen hat. Hier ist der gute Laden. So Leute, wir haben hier den Chef aus dem Flamingo Laden. Grüß dich erstmal. Grüß dich. Ja, also ich wollte dir eine Frage schon mal stellen. Es wird ja viel geredet. Früher haben den Laden ein paar andere Jungs gehabt. Jetzt ist er, glaube ich, verpachtet. Jetzt habt ihr den. Die Frage ist, er ist sehr gehypt, dieses längliche Brot. Sehr viele reden davon, dieser Döner schmeckt gut. Hält er das noch, was er verspricht? Ist er das, was er am Anfang auch war? Ist er immer noch ein Top-Döner? Ist er vielleicht sogar der Beste aus Buxtehude? Er macht selber Döner auch. Alles wird viermal so, alles selbst gemacht. Und dann noch Grill auch dabei. Grill, Mixgrill und alles neuer ist. Und richtige Qualität und Geschmack. Also Geschmack, Qualität ist top, ja. Sagst du, ne? Salat jeden Tag frisch wahrscheinlich? Jeden Tag frisch, ja. Das ist richtig. Und das Brot, macht ihr das selber? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe das nirgendwo gesehen bisher. Brot extra bestellt. Brot extra bestellt, ne? Aber das ist eure Geschäftsphilosophie, das Brot gehört zu euch, ne? Perfekt, dann bin ich gespannt, dann macht ihr mir einen Döner fertig und ich werde ihn mal testen, ne? Okay, sehr gut. Super, danke dir. Sag mal eben, was habt ihr für Soßen? Was sind das, was haben wir hier am Start? Tzatziki-Soße, Cocktail-Avocado-Soße, die Gembe. Cocktail-Avocado, okay. Ja, die scharfe Soße. Würdest du sagen, du bist Dönerverkäufer aus Leidenschaft? Ist das Leidenschaft von dir? Ja, schon Döner in Buxtehude, so hier in Flamingo. Dann werde ich mal schauen, was du mir da Schönes zauberst. Ob der was taugt, der Döner. Ich bin sehr gespannt. Euer Brot, sagt man, ist das Beste hier überall in der Gegend. Ja, die Brot, alles habe ich zu Hause gemacht. Guck mal. Frisch Brot, immer Tag frisch. Oh ja, guckt euch das an, also das ist ein riesen Oschi. Meine Hand jetzt im Vergleich, ich habe eine wirklich große Hand, also das ist ein ordentlicher Apparat. Also ich nehme meinen Döner alles rauf, Tzatziki und ja? Dann nehme ich noch die Avocadosoße. Sehr gerne.
Also sehr interessant auch erstmal zu sehen, dass sie den Salat und die Soße auf diese Arbeitsfläche machen, dann wird das vermischt und dann kommt zum Döner. Sehr interessant schon mal. So sieht er aus. Ne? So sieht er aus. Schönen guten Tag. Bitte schön, die Damen. Sehr knuspriges Brot, muss ich sagen. Schon mal on point. Ein ganz anderes Feeling. Ich muss euch sagen, müsste ich mich entscheiden zwischen zwei Brotsorten. Ganz normalen Brot und diesem hier. Würde ich, glaube ich, tatsächlich, gut ist es nicht selbst gemacht. Man muss von ausgehen, wenn vielleicht noch ein komplett selbstgemachtes. Aber es hat viele Vorteile. Ich möchte nicht sagen, ich würde mich für dieses entscheiden, aber es ist eine Überlegung wert. Weil es wirklich einfacher zu essen ist. Ob es besser ist, boah, harte Entscheidung. So, wir werden es an der Stelle erstmal bei diesem Döner belassen. Wir fahren jetzt hoch zu Mehmet, werden da Gigsen treffen. Und zum Schluss kann nur eins schon mal sagen, das Brot ist wirklich, ist eine feine Sache. Den Rest kriegt ihr am Ende des Videos, die Bewertung auch noch von Gixen. Der kennt den Döner auch gut. Ja, da werden wir noch ein bisschen Döner philosophieren. Und wir fahren jetzt erstmal hoch, oben in die Süd. Bevor wir Gixen treffen, eine Sache noch. Ihr wisst, ich war schon mal bei Mehmet. Muss ich fairerweise sagen, dass diese Bewertung letztes Mal war eine Momentaufnahme. Er hat einen schlechten Tag gehabt. Er hat damals einen schlechten Tag gehabt. Mehmet kriegt quasi eine zweite Chance heute von mir. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin auch gespannt, was Gigi dazu sagt, zu den beiden Dönern. Ja, und dann, jetzt geht's aber wirklich hoch in die Süd. Wir haben Gigi am Start. Moin Gigi, grüß dich. Was geht ab, Mann? Gigi, was geht ab? Zack Plus Army, oder nicht? Ja, Mann, kauf bei Zack Plus mit den Code-Keksen. Ja, Mann, auf jeden Fall. Nee, gar nicht. Olle. Nein, ich hab keinen Code. So, Gigi, pass auf. Buchst du das besser Döner? Diesen Tipp hast du mir gegeben. Ja. So, und ich war schon bei Flamingo und jetzt geht's an Mehmet ran. Ja. Und ich esse den Döner nach deiner Empfehlung. Wie isst du den Döner? Also, der Döner muss wie folgt belegt sein, alles drauf. Also, ich esse normalerweise ohne Tomaten, aber weil du halt standardmäßig alles drauf machst, machen wir natürlich jetzt mit Tomaten. Also, ich habe kein Problem mit Tomaten. Ich esse sehr gerne Tomaten. Auf Döner immer so ein bisschen, ja, die nehmen den Geschmack immer so ein bisschen vom Döner. Wir machen es heute mit. Nur Auberginenpaste, ganz wichtig. Okay, ja, das bisschen ist scharf. Bisschen scharf. Also, nicht irgendwie arschflattern. Nein, scharf. Nein, so dass wir ihn nur human essen können und mit den anderen gut vergleichen. Okay, du bist ja bei Twitch immer jetzt am Start, ne? Wenn du entscheiden müsstest, nie wieder Döner essen und nie wieder Twitch machen, was würdest du machen? Ja, alle wissen jetzt, was ich sagen werde. Sei ehrlich. Ja, dann müsste ich mit Twitch aufhören. Ich wollte gerade sagen, das scheißt nicht auf Mehmet, ne? Nee, auch nicht auf Solte. Ich liebe alle Dönermänner. Alle Dönermänner, fühlt euch umarmt und geküsst. Okay, wir warten mal ab auf den Döner jetzt. Wir werden testen und ich will auch noch dein Urteil zu Flamingo haben. Du kennst den Döner, du brauchst ihn jetzt nicht direkt essen, weil wir geben natürlich Bewertung ab 1 bis 10 und dann schauen wir. Hier, wir haben ja noch mal gerade ein paar Jungs am Start. Ihr habt gerade eben Döner gegessen bei Mehmet, ne? Kommt aus Leverkusen extra hier. Ehrlich jetzt? Wie war der Grund? Hast du, weil du von allen hörst, Mehmet ist der heftigste, oder? Nee, ja. Und was ist so dein Urteil jetzt rückwirkend? Stabiler Döner. Er hat den nicht mal hingepackt, also er war viel zu groß. War zu groß? Ja. Also Mehmet gönnt. Auf jeden Fall. Hast du geschafft? Ich muss ehrlich sagen, ich esse gar keine Soßen eigentlich im Döner, aber die Auberginenpaste war einfach... Das ist heftig. Ja, ja. Wir kennen natürlich Mehmets Döner, aber wir werden jetzt nochmal die fachmännische Meinung werden wir nochmal äußern als GG, ne? Ja. Warum bist du sofort krank heute? Weil ich heute schon zwei Döner gegessen habe on stream und mir geht es ehrlich gesagt nicht so gut. Aber ich beiß jetzt nochmal in einen Döner rein für euch. Maschallah. Der war teuer. Was sagst du von der Optik her? Standard Mehmet, ist es gut, ist es schlecht? Was sagst du, Gigi? Er hat ihn gut gemacht. Mhm. Er hat ihn wirklich sehr gut gemacht. Wir haben ihn auch holen lassen. Also Mehmet wusste jetzt nicht, dass die für uns sind. Und deswegen also standardmäßiger Mehmet-Döner. Guck mal, Zwiebeln. Ich sehe schon, ist auch wieder schön mit Petersilie angereichert. Auberginenpaste. Ich muss sagen, das Brot ist wie immer schön. Man hört es schon. Es ist knusprig. Ja, es ist knusprig. Fleisch auch gut durchgeröstet. Ich muss sagen, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, obwohl ich heute schon zwei Döner gegessen habe. Also ihr merkt, Gigsen auch Döner-Experte. Er hat leider kein YouTube, deshalb ein Abo bei Gigi auf Twitch da lassen gerne. Gigsen TV, so war das. Alles klar. So, also nochmal von mir als Kenner. Das Fleisch richtig schön kross, Brot, wie Gigi sagt, auch richtig kross. Darf ich auch mal an deinem riechen? Wie er ist, Hörner? Ich riech mal bitte dann. Darf ich auch mal an deinem einmal ja. Schnüffeln? Ja, riecht. Wir reacten ja immer auf deine Döner-Videos, ne? Ja, ja. Ich muss leider jetzt einmal so halten und so reinbeißen, wie du das immer machst.
ich muss gestehen, ich habe heute Morgen guten Döner gegessen und jetzt esse ich auch noch mal einen guten Döner. Ich muss sagen, die Empfehlung nur mit der Auberginensauce und scharf ist geil. Diese leichte Schärfe, Auberginensauce, match perfekt. Wenn ihr bei Mehmet seid, vertraut geht. Also zum Flamingo-Döner. Du hast ihn jetzt heute nicht gegessen, du kennst ihn. Wenn du den Flamingo-Döner eine 1 bis 10 geben würdest, was würdest du ihm geben? Zum jetzigen Zustand? Zum jetzigen Zustand. Eine 5. Eine 5, ja. Okay, krass. Kannst du das begründen? Ich muss leider gestehen, dass für mich die Qualität ein wenig zurückgegangen ist. Also ich habe mir natürlich auch schon meinen Punkt halt zurechtgerückt. Ich gebe dem Flamingo eine 5,5. Einfach darum, das darf man nicht übel nehmen. Es ist einfach, es ist kein schlechter Döner, es ist einfach ein Standarddöner. Für mich war das der Salat da drin. Also es war schlecht verteilt vom Fleisch, aber etwas fade. Das Fleisch kam zu spät durch. Man hat oft also lange Zeit nur Salat gegessen, nichts anderes. Ein normaler Standarddöner, nicht falsch verstehen, kann man essen. Kein schlechter Döner, aber Standard. Ganz normal Standard. Jetzt zu Mehmet. Was würdest du Mehmet geben? In einer Benotung von 1 bis 10. Also die Leute wissen, ich esse seit 2009 esse ich bei Mehmet aktiv Döner. Damals fast täglich, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, gab es nachmittags immer Döner. Also ich würde Mehmet sagen, mit Luft nach oben. Mehmet, du weißt, ich liebe dich als Menschen, ich liebe deinen Döner. Also ich würde sagen, gut verdiente 8,9. Du weißt, ich lebe in der Vergangenheit und Mehmet ist auch Teil meiner Vergangenheit und deswegen einfach aus Respekt auch die 8,9, definitiv. Okay, und einmal Begründung, Fleisch, Soße irgendwie? Die Paste. Also für mich heute, ihr wisst, zweite Chance bei Mehmet, er hatte letztes Mal einen schlechten Tag. Ich bewerte ihn nicht so krass wie Gigi. Aber ich gebe ihnen 8 Punkte, weil wirklich die Soße brutal ist. Das Fleisch hatte diesmal 10-mal mehr Geschmack, als ich letztes Mal da war. Ich war gut durchgeröstet. Gut durchgeröstet. Diese Kombi auch mit Gigis Kombi, mit dieser scharfen Soße, das kann ich euch nur empfehlen. Aubergine, scharfes Pulver, ihr habt ein knuspriges Brot. Der Döner war schon echt lecker. Jetzt im Ranking aktuell Top 1 bei uns Mehmet, also dicht vor dem Sultan. Danke Gigi fürs dabei sein. Wie gesagt, haut Gigi und Abo rein bei Insta, bei Twitch, überall Gigi, absoluter Ehrenbruder aus Buxtehude. Gigi, danke dir, Mann. Ja, euch vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben, alles drum und dran. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielleicht nochmal mit Gigi irgendwann. Ja. Kleiner Reminder nochmal am Ende des Videos. Vergiss nicht VPN CyberGhost in der Videobeschreibung. 38 Millionen User, 5 Sterne bei Trustpilot. Es lohnt sich. Danke fürs Video gucken und wir sehen uns beim nächsten Mal.